Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Zumindest ist es bei mir gerade morgen. Und jetzt gleich geht's los zur Buchmesse. Und ich dachte, ich nehme euch wieder ein bisschen mit. Gleich vorab zur Warnung, ich habe mein Stativ zu Hause vergessen. Das heißt, wenn es unterwegs wackelt, liegt es an meinen Händen und an meiner Vergesslichkeit. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß beim Zuschauen. Und ja, dann fahre ich mal los. Guten Morgen, ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich bin gerade extra rausgegangen, weil es hier wenigstens ein bisschen hell gerade wird. Und ja, heute beginnt schon der zweite Messetag. Ich dachte, ich erzähle euch noch ein bisschen was von gestern, weil ich gestern einfach nicht mehr dazu kam und ich kam irgendwie erst um 11:30 heim und es war mir dann einfach zu spät. Ja, gestern war wunderschön. Ich hatte so eine Art Podiumsdiskussion im Rahmen von Books on Demand. Es ging um Blogger Relations. Da habe ich euch, wenn es mir möglich war, was eingeblendet. Auto. Ansonsten bin ich gestern sehr viel rumgelaufen, habe ganz viele tolle Menschen getroffen. Das hat mich riesig gefreut, alle mal wiederzusehen, manche auch zum ersten Mal zu treffen. Abends war ich noch mit Laura Kneidl und so Burger essen. Da wollte ich aber jetzt auch die Kamera nicht auspacken. Das wäre, glaube ich, ein bisschen merkwürdig gewesen. Und ja, heute stehen sehr, sehr viele Blogger-Treffen auf dem Programm, auf die ich mich aber auch schon richtig freue. Ich bin ein bisschen traurig, dass Saskia von Hus Kafka leider nicht kommen kann. Auf sie hatte ich mich mit am meisten gefreut, die Messe. Auto Nummer 2. Aber ja, ich freue mich natürlich trotzdem riesig auf heute. Und ja, dann stehen noch ein paar andere Dinge an, von denen erzähle ich mich dann heute Abend. Und ich werde versuchen, heute eine bessere Vloggerin zu sein und die Kamera mitzunehmen. Und ja, na gut, dabei hatte ich sie ja. Ich habe sie noch nicht benutzt. Das werde ich heute ändern. Ja, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Blogger-Treffen auf der Frankfurter Buchmesse. Ich freue mich, dass so viele sich angemeldet haben und ja, wollte mich jetzt erst an erster Stelle mal ganz herzlich bedanken für die wirklich tollen ja, Beziehungen, die wir haben und für die tollen und loyalen Jahre und die Rezensionen, die ihr schreibt. Und ja, also da finde ich es nochmal einen Sonderapplaus wert, weil es einfach, ich das sehr schön finde und das sind wirklich so gewachsen über die Jahre. Und vielen Dank. Am Ende leben wir Leser ja oft mit den Helden mit, ja, und lieben natürlich die Figuren und die Nebenfiguren. Aber sind die wirklich am Anfang da oder sind die ist sozusagen erst die Welt da, ja, die Landschaft, der Planet, was auch immer? Das würde mich mal interessieren. Muss ich jetzt anfangen? Bei mir ist es tatsächlich so, dass als erstes eine bestimmte Szene da ist. Also irgendein kleines Detail, 2 Seiten lang, die schreibe ich dann auf und finde es total gut und entwickle daraus den Plot und die Welt und die Figuren und am Ende ist es auch die Szene, die als erstes gestrichen wird. So schreibe ich meine Bücher. Aber wenn die Szene doch gut ist, ist sie nicht. Ach, verstehe. Okay. Raffiniert, das sollte ich auch ausprobieren. Nee, bei mir ist tatsächlich, es gibt eine Grundidee, also nicht unbedingt eine Szene wie bei dir, sondern eine Grundidee, die ich gut finde, die ich dann abwäge und überlege, reicht das für einen Roman, reicht die Idee für eine Kurzgeschichte, ist es, also trägt das eine ganze Story? Und wenn die Entscheidung gefallen ist, dann baue ich erst den Plot, also was passiert, was wird im Roman geschehen, tatsächlich von Anfang bis Ende. Und dann weiß ich natürlich, da gehört noch eine Welt dazu. Und dann wird die Welt auch entsprechend gebaut, solange wir von Fantasy sprechen. Und während des Weltenbaus merke ich dann, oh, da geben sich neue Möglichkeiten auch für den Plot, sodass der Plot nochmal ein bisschen nachgestellt wird und nachgeschraubt. Und dann ist sowohl die Welt als auch der Plot im Grunde fertig. Und dann geht's ans Schreiben. Bei mir ist es so, dass meistens die Charaktere zuerst da sind. Jetzt mal auf Cold World City bezogen, da weiß ich noch ganz genau, wie mir die Idee kam. Normalerweise immer, wenn ich das gefragt werde, wo kam die Idee da und dazu, dann kann ich darauf immer nicht antworten. Und bei dem Buch schon, deswegen muss ich diesen Trumpf jetzt ausspielen.
Ich bin zum Zahnarzt gefahren. Ich stand am Bahnsteig und dann habe ich auf die Schienen gestarrt. Und ich weiß nicht, hat jemand von euch das Buch gelesen? Da gibt es ja eine Szene, die auf Bahngleisen stattfindet. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen zweideutig, aber es ist eine sehr actionreiche Szene. Und ich stand da so am, habe auf den Zug gewartet und dann habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, was wäre, wenn da jetzt Personen liegen würden? Und dann habe ich so die Charaktere irgendwie beim Kopf gehabt, also Raven und Wade, wie die gegenseitig auf den Bahnschienen irgendwie lagen, mega die Action-Szene und ich dachte, warum sind die da? Was machen die da? Und dann habe ich mir, also ich frage mich dann immer so Fragen, warum, wie sind sie da hingekommen, wo wollen sie hin, wo kommen sie her? Und dann habe ich das so ausgesponnen und dann hatte ich den Plot für das Buch. Spielte der Zahnarzt dann auch noch eine Rolle? Nein. Hallo, wir waren gerade eben jetzt beim Bloggertreffen von Knauer Fantasy. Wenn es geklappt hat, schneide ich euch gleich alles rein, was ich so aufgenommen habe. Da wurde über das neue Verlagsprogramm vorgestellt. Mona Kassen, Markus Heitz und Lisa Krim waren da und haben ihre neuen Bücher vorgestellt und sich so ein bisschen gegenseitig interviewt, was ganz cool war. Und jetzt gleich findet der Blogger Future Place statt und leider gleichzeitig das Diogenes-Treffen, zu dem ich dann gehen werde. Ich hoffe, man kann mich überhaupt hören, wenn ich finde das leider nicht im Vorhinein. Heute ist schon Samstag, das heißt für mich der letzte Messetag. Morgen geht die Messe natürlich noch weiter, da werde ich dann leider nicht mehr da sein. Gestern war wie auch schon der vorhergehende Tag einfach wunderschön. Heute steht nicht ganz so viel auf dem Programm, was auch ganz gut ist, weil es einfach super voll ist heute, wie immer halt, wenn Besuchertage sind und dementsprechend lange braucht man dann, um von Stand zu laufen. Und ja, nachher habe ich noch einen Vortrag im Rahmen des Young Professional Days beim Media Campus Frankfurt. Da werde ich so ein bisschen über mein Bloggerleben berichten, falls man das so sagen kann. Und bin sehr gespannt und ein bisschen nervös. Bei den anderen Sachen war ich seltsamerweise gar nicht nervös, aber da schon einfach, weil ich alleine sprechen muss und nicht irgendwie in der Gruppe. Und ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Erfahrung. Aber ja, es wird bestimmt irgendwie werden.